Meine erste Erfahrung mit Menschen war Fremdenführer in Heilbronn. Wir haben einen sehr interessanten Preisträger für dieses Jahr. Franz Hummer ist ein Stadtsalzburger, der den Weg in die weite Welt beschritten hat. Er ist lange CEO und Präsident des Verwaltungsrates von Hoffmann La Roche, einem weltumspannenden Pharmakonzern mit 95.000 Mitarbeitern, rund 53 Milliarden Schweizer Franken Umsatz gewesen. Er ist in den Verwaltungsräten und Vorständen vieler globaler Großunternehmen und Großkonzerne und er hat die Wurzeln nach Salzburg immer aufrechterhalten, die Verbindung immer aufrechterhalten. Wir haben es eben gehört, Ihre Verbindungen zu Salzburg sind sehr stark. Ist Salzburg nach wie vor so etwas wie eine Heimat für Sie geblieben? Für mich ist Salzburg wie eine zweite Heimat. Und zwar die Heimat, in die ich immer wieder zurückkomme. Das ist ein Muss für mich, zwei-, dreimal-, viermal im Jahr in Salzburg zu sein. Gibt es so etwas wie eine Lebensphilosophie, die Sie begleitet hat? Ja, ich glaube nicht, dass man das so absolut sagen kann. Was mich dabei begleitet ist, wo immer man lebt, was immer man macht, man muss Freude haben an dem, was man macht. Und man muss diesen verschiedenen Ländern und Kulturen das Positive, das Gute abgewinnen. Sonst verzweifelt man. Gehört Optimismus da auch dazu? Oder was würden Sie selbst so als Ihre Stärken bezeichnen? Nein, ist vielleicht nicht Optimismus, aber Realismus. Und ich gehe an alle Probleme heran mit der Überzeugung, es muss eine Lösung geben. Sie sind international erfolgreicher Manager, sind viel auf der Welt unterwegs. Was ist Luxus für Sie geworden? Oh, das ist eine schwierige Frage. Luxus für mich hat nichts mit Geld zu tun. Luxus für mich ist, irgendwo zu sein, wo es kein Telefon gibt, kein Handy gibt, keine E-Mails ankommen und wo ich in aller Ruhe Musik hören kann, Bücher lesen und mich einfach erholen. Das ist wirklich ein Luxus. Ich habe in den Vorbereitungen gelesen, dass Sie junge Wissenschaftler unterstützen. Muss man sich eigentlich um die Jugend, um die Zukunft Sorgen machen? Ja, grundsätzlich glaube ich nicht, dass man sich um die Jugend Sorgen machen muss. Ich arbeite an verschiedenen Projekten mit der Jugend. Bei Roche zum Beispiel habe ich eingeführt, dass wir jedes Jahr aus ganz Europa die besten Wissenschaftsstudenten nach Salzburg einladen für eine Woche, für einen Kurs über Kreativität in der Musik und in der Wissenschaft. Das ist ein wahnsinnig schönes Programm. Und in Salzburg sponsere ich auch durch meine Foundation jedes Jahr 5 Doktoranden. Sie bekommen ja heute die Auszeichnung Internationaler Salzburger des Jahres. Haben Sie diesen Preis gerne entgegengenommen? Ja, erstens einmal kam der vollkommen aus dem Blauen. Und ich weiß nicht, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Irgendwo ist es auch ein Ansporn für mich, weiterhin das Gedankengut Salzburgs vielleicht auf meinen Reisen zu verbreiten.